Unsere Wege haben sich immer irgendwie wieder gekreuzt. So dann 2013, zu der Zeit, wo ich eigentlich gar keine Musik gemacht habe, hat Vis-a-vis so eine Sendung gehabt und hatte für die erste Folge Sido eingeladen, Motrip, Jimmy Blue, Ochsenknecht und mich. Da habe ich ihn dann auch wieder gesehen. So. Ja, und ist halt, ich sage generell, die Berliner Typen kommen schon sehr nah an die Europa-Typen dran, so vom Ding her so. Ist auf jeden Fall einer der lockersten, entspanntesten Typen der Welt. Wir haben uns da auch in der Show ordentlich Jägermeister gegeben. So, die gibt es sogar, glaube ich, noch bei YouTube. Ist relativ amüsant. Er musste dann irgendwann Sachen zeichnen und ich musste die erraten. So, das ist voll in die Hose gegangen. Jetzt letztes Jahr im Sommer beim Out for Fame Festival hatten wir am selben Tag Stage Time. Da haben wir dann ein bisschen gequatscht, auch einen Song zusammen gemacht in seinem Programm dann noch und ein bisschen getrunken. Dann halt einfach gecheckt, ey, hast du Bock auf den nächsten Album was zu machen? Passt das bei dir zeitlich? Ist immer noch 1:1 derselbe Typ wie früher. So. Ich komme um 17 Uhr aufs Festival oder so. Meine Stage Time war 19:30. Er war um 11:30 oder so der Headliner. Der war vor mir da mit seiner ganzen Bande und die waren da schon am Geben. Nichtsdestotrotz ist er aber aus meiner Sicht, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist es Deutschlands größter Popstar. So. Aber es ist auch im positivsten Sinne so. Und er hat halt dementsprechend auch einen vollen Terminkalender. So. Aber naja, meinte er, klar, lass machen so. Dann habe ich mir ein paar Tage Gedanken über das Thema gemacht, den Beat gemacht und ja, dann haben wir das Ding gemacht.